Herzlich willkommen zu meinem neuen Part von Mario & Luigi Superstar Saga. Wir wollen uns das letzte, ja schon letzte wieso verwechsel ich das die ganze mit Attackenfragmente? Verdammte Scheiße, das ist ein Sternbodenfragment. Ja, wir wollen uns das letzte holen, allerdings sollen wir ihnen hier dafür 7 Neon-Eier geben von Yoshis, da er hier so ein Kino führt. Oh lol, guck mal, was hier läuft. Kirby Story, Wario, Mario Luigi Superstar Saga und Legend of Staffy oder Staffy. Einen Charakter kenne ich, aber den Namen nicht. Kann ein Spiel sein, wirklich, aber den Charakter kenne ich. Ja. Und wer das nicht kennt, der sollte sich nochmal informieren. Was ich überhaupt mache. Na, im Übrigen, was ich auch noch sagen wollte zu Kirby. Kirby will ich auch irgendwann Let's Plays machen. Schließlich habe ich ja ein paar parat. Zum Beispiel Kirby's Adventure Wii möchte ich Let's Playen. Gibt es ja jetzt im eShop, wenn ich es mir nicht kaufen muss. Kirby und der Regenbogenpinsel habe ich ja. Es ist zwar jetzt nicht so ein krass geiles Kirby, aber Spaß macht es auf jeden Fall. Gibt es auch manche, die meinen, dass es schlechtes Kirby ist, aber wie gesagt, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Hab's früher mal. In früheren Zeiten, wo ich noch kein Let's Player war, habe ich ja auch früher mal zum Spaß Let's Play Videos gemacht, obwohl ich noch nicht mal YouTuber war, weil mir es einfach Spaß gemacht hat. Ja, da habe ich mit einem Freund namens Dominik, haben wir da auch ein paar Videos gemacht und es ist einfach lustig. Ich habe sie sogar noch hier. Ja, ich werde es zwar wirklich nie richtig veröffentlichen, aber ja, es ist einfach lustig, sie immer mal wieder anzusehen. Da ist einfach so viel Lustiges da passiert. Wahrlich, ich bin Dr. Gatesam, der Architekt, der dieses Theater konstruiert hat. Und wahrlich bin ich der Bruder des intellektuellsten Intellektuellen von Bodenburg. Krasse Sache. Was? Die Neon-Eier? Ihr habt erkannt, dass ich ein Neon-Eier-Fetischist bin? Dabei war das doch geheim. Verdammte Scheiße. Hat mich doch wieder bestimmt irgendein Geheimspion oder so ausspioniert. Verdammte Scheiße, ey. Ach, naja, genau. Bin ich ein Architekt. Mal ein Bruder des Intellektuellen. Im Kern jedoch. Ja, naja, finde ich wunderbar. Für wahr. Okay. Dann erklären wir mal bitte, wo man die Neon-Eier oder wie Yoshis die Neon-Eier legen. Was? Um Neon-Eier zu legen, müsste Yoshis vorher etwas essen? Aber können nur die Obstbohnen gemeint sein. Das ist ein Obst, das im Bodenland wächst und gut gedeiht. Mhm. Wenn ihr Obstbohnen erntet und dann diese Obstbohnen dann an Yoshis verfüttert, dann all die prächtigen Neon-Eier von den Yoshis. Cool. Aber ehrlich gesagt, Obstbohnen habe ich noch nie gefunden in diesem Land. Jedoch, eines der Ergebnisse meiner bisherigen Forschung ist, ungefähr in dieser Gegend dürfte es Obstbohnen geben, Karte. Ich habe sie schon in meinem Kopf. Cool. Was? Ihr wollt die Obstbohnen finden und die Yoshis damit füttern, damit sie die ausscheißen? Unglaublich. Also damit sie die Obstbohnen die Obstbohnen wollen sie essen, nicht ausscheißen. Die Neon-Eier ausscheißen. Na gut, dann lüften wir das Geheimnis. Ungefähr in dieser Gegenkarte dürfte es Obstbohnen geben, Karte. Geiler Name im Übrigen. Soll euch gehören. Ich werde ganz einfach auf eurer Karte die entsprechende Stelle markieren. Jawohl. Nicht schlecht. An den markierten Stellen gibt es Orte, die von Stein oder Gras umgeben sind. An solchen Stellen sollten Obstbohnen im Boden vergraben sein. Um die Obstbohne an die Oberfläche zu holen, grabt sich in den Boden ein und kommt wieder nach oben. So wie eine ganz normale Bohne. So muss es funktionieren. Viel Erfolg. Ja. Oh, was ist denn? Es gibt also wirklich Yoshis? Das ist das erste Mal, dass ich Yoshis sehe. Faszinierend. Wenn das meine Freundin sehen könnte. Was für ein Schwätzer. Okay. Ja, wir sind hier schon. Die sind alle total am
hungrig. Ja, wartet ihr auch hier auch überall. Alter, schnell holen wir die Obstbohnen, damit sie das bekommen, was sie verdienen. Oder was sie wollen. Naja, eigentlich ist egal. Hauptsache, sie haben es. Sie erfüllen ja gern ihre Bitte. Das sind halt Yoshis. Yoshis sind nice. So, wo war denn das jetzt? Ich glaube, hier war auch gleich mal eine. Oder auch nicht. Oder warte. Kann sein, dass hier eine ist. Was haben wir denn hier gefunden? Nichts. Ah ne, da drüben. Okay. Nein! Jetzt bin ich runtergefallen. Ach, da oben, da bin ich hin. Dammit! Nein! Mach was ihm gefallen. Aber er ist schneller als sie. Aber ist ja auch klar. Hallo? Wir sind so OP gegen die. Jetzt sterben. Zweiter Versuch. So, jetzt endlich hin. Boah, ganz knapp. So. Ne, falsch. So. Und zack. Ah. So. Hier rein. Oh. Was ist hier? Ach so. Ja. So ein kleines Super Mario Brothers Spielchen. Bälle. Kleiner Remix sogar, wenn man stirbt. Oh, scheiße. Kommt hier so ein kleines Spielchen, so ein kleines Jump'n'Run Spielchen halt. Super Mario Brothers halt. Bälle. Oh. Das sind auch wirklich die Gegner aus hier Super Mario World und so. Das ist alles auch, ja. Stimmt. Boah, scheiße. Pass auf hier, Mario. So, dann kommt man hier eine Belohnung. Glückwunsch, wer zu mir kommt, der erhält von mir ein kleines Souvenir. Eine Eisenhose. Boah, das klingt nach einer geilen Verteidigungshose. Gucken wir gleich mal. Ach nee, die kann sogar nur Mario tragen. Ja. Die würde ordentlich die Verteidigung steigern. Warum kann die nur Mario bekommen? Weißt du was, die geben wir sogar. Alter. Das würde Mario auf jeden Fall richtig viel Verteidigung geben. Da er ja eigentlich schon eine Verteidigung braucht, da er vollkommen am Arsch ist. Mit der bisherigen Verteidigung, ja. Würde ich sagen, gönnen sie dir. Warte mal, anscheinend doch keine Obstbohne zu sein. Nee, das war gar falsch. Wir sind, ja, bei 9 Minuten, okay. Nerv nicht! Ja, schade. Dem konnte ich leider nicht entkommen. Alter, woher kommt die Tonne? Scheiße, woher kommt die Tonne? Fuck. Alter, warum habe ich eine Tonne? Warum? Scheiße! Alter, ich habe mir aber ziemlich gut angestellt. Warte mal. Nein, ich will nicht kämpfen. Ich glaube, das liegt an der Hose nämlich. Boah, ich fühle mich auch total geil an, trotz der Tonne.
Nice. Cool. Wollen wir was zu machen? Sieht ja ziemlich gut aus. Warte. Ja, Schwerkraft. Ja. Schwerkraft. Wir können es ja eine Weile versuchen. Aber wenn es nach einer Weile nervt, dann machen wir die aber wieder weg. Der nervt, bist du da oben da. Hier lang. Hier in der Nähe müsste die ersten sein. Zum Beispiel. Oben ist etwas. Ja. Das sieht schon mal sehr richtig aus. Ja, wir müssen da hoch. Von da aus darüber fliegen. So. So, und zur Sicherheit ist hier nochmal ein Cooper. Damit hier niemand zum falschen Zeitpunkt hinkommt. Und schon wieder kommt dieser Bug. Gehen wir mal lieber kurz hier rüber, dass es wieder aufhört. Und die Bohne. So, dann suchen wir jetzt diese Obstbohne. Ah nee, stimmt. Hier würde es ja, hier war vorher die. Stimmt, hier ist der Platz mit der Kichererbse da, mit dem Schiff. Hier stand es vorher. Stimmt, ja. Hier da drüben war der vorherige Platz, der. Aber jetzt ist die ja untergegangen. Bodenland Norden. Bodenland No. No. So, da ist er schon. Junge. Alter, wie sie sabbert. Scheiße. Wir brauchen die, verdammt nochmal. Was soll denn so sabbern? Komm her, du Drecksvieh. Ja, was ist das denn? Was ist das denn? Sterbendrecksvieh. Sehr effektiv, ne? Optimal. Boah, und was schießt der die ganze Zeit rum? Schön mit der Donnerhand drauf auf das Vieh. Oh, anscheinend darf ich ihn aber auch nicht berühren. Kontakt also vermeiden. Scheiße, jetzt kommt nur ein Feuerbällen. Oh. Drecksvieh. Ach, aber nicht getroffen. Schießt er wieder mit dem Ding hier. Oh, es müsste aber langsam mal sterben. Die! Genau. Und ein komischer Orden, den ich jetzt nicht lesen konnte. Okay. Oh. Hey, warte mal. Das ist doch Fritz Marmek. Hey, Luigi. Du warst das nämlich aus der Apache geholfen. Vielen Dank. Und du bist so klein. Meine Güte, Luigi. Du bist ja riesig geworden. Nein. Achso, hatte gar nicht gemerkt, dass ich kleiner geworden bin. Sag mal, Luigi, hast du nicht irgendeine Idee, wie ich wieder zu meiner alten Größe zurückfinde? Ja. Schon. So was kannst du? Sag ich Hose runter. Hä? Was? Wir sagen Hut ab. Oh, Luigi hat auch gedacht, gerade an das gedacht, was ich dachte. Der hat es mal verstanden. Der hat mal dieses Zweideutige gedacht. Lol. Gut, aber sei bitte ganz vorsichtig. Guck mal an. Ist doch super.
Nice. Jetzt, wo ich wieder normal bin, erstrahle ich wieder in altem Glanz. Luigi, danke. Zum Dank für meine Rettung sollst du das hier haben. Das habe ich eben in den Piranha-Blini gefunden. Hier für dich. Ja, geil. Genau das brauchen wir nämlich. Du hast eine Obstbohne. Nun, da ich wieder meine alte Gestalt habe, will ich nicht mehr hier verweilen. Die nächste Sternbohne wird mein sein. Grüße bitte auch den Amigo mit der roten Mütze. Genau, daraus wird nichts, mein Freund. Denn der wird dir das nicht übergeben. Denn, ja, er will dafür die Obstbohnen und davon haben wir jetzt schon eine. Daraus wird nichts und die anderen drei haben wir ja schon. Treffen uns wieder, wenn wir alle Teile der Sternbohne haben. Tschüss. Ich weiß nicht, warum ich runtergefallen bin, aber egal. Das ist eh nicht mehr. Also bauen wir auch wieder ab. So, nächster. Da oben ist noch einer. Na, wo denn? Da oben. Na, dann kämpfen wir jetzt mal gegen den. Komm halt her. Ja, nice, wie ich das richtig geil hinkriege. Lol. So. Hier müsste sie sein, ne? Hey, dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Hier ist sie doch nicht. Hey, wo bin ich hier? Alter! Ich kapier das nicht. Ich finde manchmal hier Orte, die ich sogar gar nicht mehr kenne. Was zur Hölle? Nicht schlecht. Hier alle Blumen zum Blühen. Ich wäre zumindest enttäuscht, wenn es nichts bringen würde. Komm, kannst du mir jetzt erzählen. Gibt doch wenigstens immer eine Belohnung. So. Was würde ich mal machen? So, mein letzter Hochsprung. Gucken wir mal hier, hier ist bestimmt ein Invisible Block. Ah ne, da kommen wir hoch. Eine Bohne. Ah, hier ist ein Invisible Block. Was? Nichts? Das auch nichts? Alter, wollt ihr mich verarschen? Da ist auch nichts. Aber... Ach hier, okay. Ja, super, wow. Gute Leistung. Hat sich ja unglaublich gelohnt. So, naja, hier bekommen wir es. Glückwunsch, wenn es zu mir kommt, erhält von mir ein kleines Souvenir. Ja, roten Pfeffer. Ach so, grünen Pfeffer. Ah, brauchen wir fürs Finale. Beim Finale werde ich nämlich nur nutzen. Sonst brauche ich die eigentlich gar nicht. Naja, haben wir es jetzt halt. Ist hier noch irgendwas? Nein, gar nicht. Dann nehmen wir halt wieder. Wo ist denn das? Oh, warte, ich glaube, ich hab's. Ja, hier ist es. Hier ist es, ne?